willkommen zum zweiten Unboxing. Dieses Mal habe ich mir männliche Unterstützung geholt, denn nach meinem ersten Tokyo-Tweet-Unboxing, es geht um Tokyo-Tweet heute, habe ich ein paar von den Sachen männlichen Freunden von mir zum Essen gegeben. Und während ich immer so war, oh mein Gott, das ist so lecker, du musst das probieren, waren meine ganzen männlichen Freunde ein bisschen schockiert, dass japanische Süßigkeiten so schmecken, wie sie nun mal schmecken. Und deswegen, um eine objektive Meinung hier verbreiten zu können, habe ich jemanden mitgebracht. Hi. Und zwar werden wir diesmal wieder einen Haufen Süßigkeiten essen und hinterher jeweils 0 bis 5 Punkte dafür abgeben. Und diese Punkte zusammen werden dann die Gesamtbewertung der Süßigkeit ergeben. Das heißt, eine Süßigkeit kann 0 bis 10 Punkte erreichen. Wie schon gesagt, geht es heute wieder um Tokyo-Tweet. Tokyo-Tweet! Und ich habe großes Glück, dass passend zu Weihnachten die Dezember-Box angekommen ist und ich die Premium-Dezember-Box ausprobieren darf, in der ganz, ganz viele Weihnachtssüßigkeiten aus Japan sind, die es nur in Japan zu kaufen gibt. Ist das schön? Yay! Yeah! Das ist Begeisterung. ich habe schon im letzten Video ein bisschen was über Tokyo-Tweet erzählt, nur ganz kurz zusammengefasst. Tokyo-Tweet ist eine Subscription-Box, die man bestellen kann und die monatlich euch einen Haufen japanischer Süßigkeiten nach Hause schickt. Die Boxen gibt es in drei verschiedenen Größen. In Small, die 15 Euro kostet, Regular, die 25 kostet und Premium, die 35 kostet, die dafür aber auch 20 verschiedene Süßigkeiten enthält und ein Spielzeug teilweise und Getränke und ganz viele tolle Sachen. Und jetzt machen wir die auf, weil die Box bestimmt toll ist. Das ist ein Band, das ist der Fuji. Ja, das ist super süß. Ich hätte einfach gerne dieses Band. Tokyo-Tweet, wo kann ich dieses Band kaufen? Auch diesmal gibt es wieder eine Liste mit allen Dingen, die in der Box drin sind, damit man zumindest einigermaßen weiß, was man da gerade eigentlich isst und so ein bisschen mal nachgucken kann. Nicht spoilern. Ja, nicht spoilern, aber zumindest kann man zwischendurch nachgucken. Es sind ganz, ganz viele Sachen drin. Das ist echt schön. Und die erste Süßigkeit, die wir haben, ist eine grüne Tüte Chips. Chips, ja, Chips finde ich okay. Andererseits gibt es auch teilweise Sachen in Japan, die aussehen wie Chips, die in Chips-Tüten sind. Ja. Und die dann süß sind. Das sind keine süßen Chips. Aber es riecht wie Chips. Schmeckt auch wie Chips. Es schmeckt wie Chips, so ein bisschen salzig und irgendwie noch irgendwas, was Alge sein könnte, würde ich tippen. Aber die sagen, es sind Traditional Potato Chips. Krasse Sache. Ja, und die Liste sagt, es sind Traditional Seasoned Chips. Ich esse jetzt die weiter und du den Rest. Nein! Nein, die Chips sind lecker. Ich gebe den Chips gute 3 Punkte. Chips sind 5 Punkte. Also ist jetzt nichts Besonderes, aber 5 Punkte. 8 Punkte für Chips. Nächste Süßigkeit. Oh mein Gott, das ist Star Wars. Es ist eine Star Wars Episode 1, 2, 3 Waffe. Das ist, werde ich mal wieder Bilder einblenden, damit man das sieht. Aber es ist Anakin Skywalker, Darth Maul. Und die beiden, ja, C3PO und R2D2, die auf dieser Verpackung sind. Oh, hinten ist auch Obi-Wan drauf! Und es steht Fat Disney drauf. Ist das schön! Das ist gar nicht möglich. Anakin ist schon erwachsen und Darth Maul schon längst tot. Ja, weil ich in Episode 1. Ach ja. Was auch immer. Denken wir nicht darüber nach. Oh, ich will das nicht kaputt machen, komplett. Es sieht aus, als wäre es eine Waffe. Das ist das Papier. Das ist einfach Papier darunter. Und da drauf ist eine Waffel. Okay. Die aussieht wie eine Waffel. Und die riecht wie eine Waffel. Es schmeckt wie Hanuta. Nur irgendwie langweiliger. Ein schlechtes Hanuta, so ein abgestandenes Hanuta. Und es ist ein Glitzeraufkleber drin.
Wundervoll. Zwei Punkte. Zwei Punkte. Ja. Ist leider abgestandenes Hanuta. Das ist nicht so geil. Ah, das hier ist Bubbly irgendwas. Keine Ahnung. Das sieht aus, als müsste man es in Wasser tun und kann es dann trinken. Du hast Wasser. Cotton Soda Gum. Ja. Und es ist flavored of Cola. Okay, probieren wir jetzt hier Cotton Soda Gum aus. Hä? Hä, du musst das doch so reinschütten, oder? Wasser tun? Ich weiß nicht. Die Verpackung verwirrt nicht. Aber hier sagt auch keiner. Es ist Zuckerwatte. Es ist blaue Zuckerwatte. Ich weiß nicht, muss man es jetzt so reinschütten? Ich mach das vermutlich hier gerade falsch. Vielleicht ist Cotton aber auch einfach nur, ja, vermutlich Zuckerwatte. Es ist Cotton Candy. Es ist sehr zuckrige Watte. Es ist sehr zuckrige Watte, aber es ist lecker. Ein komischer Cola-Geschmack, aber es schmeckt trotzdem voll geil. Bisher ist das mein Highlight. Es schmeckt so ein bisschen wie Esspapier. Wie so eine Mischung aus Zitronen und Cola, Esspapier, was man mit Zuckerwatte gemischt hat. Nein, alles essen! Das schmeckt echt ziemlich geil. Mhm. Vier Punkte. Fünf Punkte. Das ist echt geil. Das macht mich glücklich. Danke, Japan, für sowas. Als nächstes kommt hier als Seasonal-Getränk eine Schneemannflasche. Mit irgendeinem Getränk. Ich trinke echt gerne japanische Getränke, weil die Sachen echt immer sehr... Oh, ist das so ein Ball? Oh, das ist mit so einem Ball! Ah, wie schön! Brauchst du Hilfe? Ja, ich hab nur eine Hand. Das hat super funktioniert. Irgendwo lang, da vorne sind Taschentücher. Wenn ein Paket von Japan hier hingereist ist und Kohlensäure enthält und offenbar viel geschüttelt wurde, passiert das, wenn man die Flasche öffnet. Hätte ich jetzt nicht gut rechnen können. Ich wusste nicht, dass da Kohlensäure drin ist. Ich auch nicht. Oh nein, das ist überall auf dem Boden. Und auch mir. Ich habe auch ganz viel abbekommen. Okay. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt diese Getränk probieren. Es schmeckt nach gar nichts. Es schmeckt nach gar nichts. Das ist so ultra verdünnte Zitronenlimo oder sowas. Ja, und irgendwie habe ich nur diesen Geschmack von diesem Cotton Candy Süßigkeiten-Zeugs davor drin. Ja, das ist einfach nur Wasser oder so. Es ist irgendwie Wasser mit Zucker. Es ist Wasser mit Zucker. Ja, irgendwelche verdünnte Zitronenlimo. Es ist Wasser mit Zucker. Zwei Punkte. Drei. Okay, 5 Punkte für Wasser mit Zucker. Es geht weiter. Ich sehe einen Panda! Na? Aha, da unten ist ein Panda und da sind irgendwie Sterne drauf. Da oben ist auch ein Panda! Da oben ist auch ein Panda, der sagt, dass man es öffnen soll. Okay. Das sind dann nicht so abgerissen. Ja, aber nur so ein bisschen. Wir haben das falsch gemacht. Hä? Und zwar sagt die Anleitung, dass man diese Süßigkeiten
kneten und damit eigene Dinge machen kann. Eigene Dinge? Denn die eine Süßigkeit ist süß und die andere ist sauer. Und was kann man damit machen? Das sagt, man kann das irgendwie in... The unique DIY kit allows you to mix different flavors of both sweet and sour soft candies into your own amazing formable artwork. Enjoy eating this while solving the sour and sweet flavors of orange. Oops. Schmeckt ziemlich lecker, wenn man beide zusammen in den Mund steckt. Drei Punkte. Vier Punkte. Was? Das ist ganz lecker. Das ist echt ganz lecker. Ich bin überrascht. Ich will das hier probieren, weil das blau und groß ist und... Oh mein Gott, es kam Melkorn. Aber es ist nicht die rote Sorte davon. Ja, nur die rote Sorte. Ich weiß nicht, was das ist. Es sieht aus wie ein Weihnachtsspecial. Ich will diese Tüten nicht komplett zerstören, aber irgendwie... Hat ich auch irgendwie eine Schwere. Ich hab irgendwie mehr Blödsinn erwartet. Ja. Es kommt bestimmt gleich mit irgendwas, was nach Plastik schmeckt oder so. Irgendwas Seltsames. Ja, was? Das sind die Dinger, die wir in Japan gekauft haben und dachten, dass das süßig und dass das Flips sind. Ja. Ich finde die geil. Die sehen aus wie Flips, aber sie sind irgendwie süß und schmecken wie Popcorn. Eine Mischung aus Popcorn und Snacks. Die essen Snacks. Ja! Stimmt! Es ist voll lecker. 4 Punkte. Ja, 4 Punkte. Ich warte immer noch darauf, dass eine Möglichkeit mich total vielleicht in 5 Punkte vergeben kann. Als nächstes haben wir hier Cola-Bonbons. Gucci. 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 Die Packung, da sind ganz viele Cola-Sachen aufgedruckt. Und der Name Gucci verrät ja schon, dass es nach Cola schmecken muss. Ist das so? Nein, ich habe keine Ahnung. Muss man das kauen oder lutschen? Kauen, das ist Weingummi. Aber es ist sehr zäh. Ja, und das zäh ist Weingummi, aber es schmeckt wie diese Cola-Flaschen-Weingummis. Schmeckt ziemlich genauso. Ja, ist ein bisschen langweilig. Schmeckt halt genauso wie. Ja, keine Ahnung. 3 Punkte. 3 Punkte. Es ist langweilig, aber lecker. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht so viel machen, irgendwie. Das nächste ist Shari-Tupurugum-Gum. Das ist irgendwie rosa und blau und da sind so kleine runde Dinger drauf abgebildet. Es riecht ganz krass nach Apfel, wenn er es aufmacht. Da unten ist auch ein Apfel abgebildet. Und es riecht ganz krass nach Apfel. Okay, es sind Kugeln. Es sind Kugeln und es sind nur 3. Ist das Gum? Kaugummi. Ich weiß nicht, guck mal. Jo. Jo. Das fühlt sich an, als wäre es ein Kaugummi, der schon mal gekaut wurde. Ich habe es jetzt runtergeschluckt. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist kein Kaugummi. Die Beschreibung sagt... Ja, es zerfällt es auch voll. Es ist Puris Charito Puru Gums. Das Yummy Fruit Candy Gummies. Come with an amazing combination of apple and yogurt that will blow your mind. The soft texture is also sure to please and you will not want to share this with any others. Ah, das schmeckt so wie so ein Kaugummi, was schon so lange gekaut ist, dass das so zerfällt. Das ist irgendwie matschig und komisch. Die Textur fühlt sich so ein bisschen an wie bei, wie heißt es denn, bei diesem Cotton
Candy-Zeugs? Zuckerwatte? Doch, weil es wohl so zerfällt im Mund. Nein, es ist trotzdem noch so ein bisschen klebrig. Aber es ist irgendwie auch klebrig und komisch. Irgendwie, das irritiert mich total und es schmeckt nicht so geil, weil es total diesen künstlichen Apfelgeschmack hat. 2 Punkte. 1 Punkt. Nee, das war jetzt nicht so geil. Das hier ist ein Stift, aber enthält auch gleichzeitig Süßigkeiten. Würde ich jetzt mal so als Definition sagen. Ist das ein richtiger Stift? Ich denke irgendwie. Es sagt, es ist ein Chewing Color Pen Chocolate. This amazing chocolate candy pen capsule holds mini chocolates for you to eat while you draw or write. Das ist genau perfekt für mich. Ich brauche sowas für die Arbeit. Immer. Es ist ein Stift, der gelb ist. Der nicht auf Menschen malt. Der nicht auf Menschen malt. Weil das Menschenfarbe ist. Der ist so ganz hellgelb. Es ist ein ganz hellgelber Stift. Was für eine unnötige Farbe. Das ist halt so ein Textmarker. Und man kann es aufdrehen und hinten sind Süßigkeiten drin. Es sieht aus wie Smarties. Mini-Smarties. Es sind sehr, sehr kleine Mini-Smarties, die sehr rund sind. Und die jetzt irgendwie schon hier überall hingefallen sind. Juhu, ich habe überall auf dem Boden Mini-Smarties. Die Smarties sind ziemlich hart. Schmeckt aber wie Mini-Smarties. Ich finde es geil, dass es gleichzeitig ein Stift ist und gleichzeitig Süßigkeiten enthält. Allein das hat mich jetzt schon bekommen. Aber es schmeckt irgendwie nicht geil. Schmeckt nicht geil, ist eine Scheißfarbe für einen Stift. Ich glaube, dem waren schon 2 Punkte. 2 Punkte. Weil es nicht lecker schmeckt. Es hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten hätte es cool sein können. Oh nein! Oh mein Gott, ich liebe diese Bananensüßigkeiten. Danke, Tokyo Treat. Das ist total geil. Das sind so Süßigkeiten von Meiji. Die schmecken gleichzeitig nach Banane und nach Schokolade-Quill. Spoiler! Und die sind super lecker. Die gibt es hier voll selten zu kaufen irgendwo. Ist grausam. Oh, wie schlimm es ist, in Deutschland zu leben, wenn man asiatische Produkte mag. Wo ist der Eingang? Man sieht hier die vorgefertigten Linien, aber irgendwie ist das so eingestellt. Ja, ich mach das jetzt oben auf. Okay, das sieht auch danach aus. Als das sieht aus wie eine Banane. Das macht mich sehr glücklich. 5 Punkte. 1 Punkt. Was? Wieso? Aber das ist so lecker. Wahl, es schmeckt voll künstlich irgendwie eine Banane. Das ist eine Banane, die mit Schokolade gefüllt ist. Wie kann man dem... Nee. Nee, das ist so gar nicht mein. Das hier scheint das DIY-Kit dieses Mal zu sein. In jeder Packung sind DIY-Kits drin. Von Tokyo Treat. Und unsere eine DIY-Packung war dieses Knetgummi, was kein richtiges Knetgummi war. Und das hier ist, das muss man irgendwie Wasser reinschütten. Machen wir das mal. Okay, ich esse jetzt hier einen Löffel voll, was auch immer, und mach da ein paar Sterne drauf. Ich tue ein paar Sterne drauf. Das sind wenige Sterne. Ja, das sind mehr. Mehr Sterne. Ja, es schmeckt wie so Lift-Apfelschorle. So ganz, 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 ganz künstlich nach Apfel.
Und Sterne sind irgendwie Brausepulver, die im Mund prickeln. Wie heißen die Dinger nochmal? Egal. Schön, nur Sterne. Das ist nicht lecker. Du darfst einen Apfel essen. Das ist nicht lecker. Überhaupt nicht. Das schmeckt total komisch. Ich finde es lustig, dass man jetzt selber irgendwas hergestellt hat. Ich gebe dem Ganzen einen Mitleidspunkt. 5 für die Sterne. 0 Was für, zur Hölle? 0 für dieses andere Zeug. Was ist das für eine Bewertung? Also, 1 Punkt von mir und 2,5 von ihm. Okay, was auch immer. Ich will mehr Sterne, die knistern so. Es ist eine Packung. Kalal. Ich habe ja gerade aus Versehen schon auf der Packung gesehen, was für ein Geschmack es ist. Aber es ist komisch grün gefüllt. Eine japanische Süßigkeit. Es kann nur eine von zwei Sorten sein. Nämlich Wasabi oder Matcha. Grüner Tee. Das ist das Matcha. Matcha. Das hört irgendwie bei japanischen Sachen immer raus. In meinem Mund explodieren gerade noch Sterne. Ich glaube, dieser komische künstliche Apfelgeschmack hat gerade meinen gesamten Geschmacksnerven weggeäst. Der Matcha noch ganz okay. Aber ist lecker. Die äußere Hülle ist irgendwie so eine Art Waffel und innen drin ist Matcha-Pulver, aber nicht Matcha im Sinne von eine Tasse bittere Matcha, sondern eher wie so Matcha-Latte. Das ist sehr süß. Schmeckt echt ganz gut. 3 Punkte. 4 Punkte. Was? Und das, obwohl es nach Matcha schmeckt und du Matcha nicht magst. Krass. Wir haben nur noch 2 Süßigkeiten. Ich glaube, wir nehmen schon ungefähr hier seit 50 Minuten oder so auf, aber danke, dass ihr immer noch zuguckt. Das ist eine Packung, irgendwie irgendwas Kleines rutscht. Es ist runtergerutscht. Puh, es öffnet sich. Ist am Rutschen. Ja, die Packung sieht hübsch aus. Hier ist was auch immer. Es ist schon wieder von Meiji. Ich glaube, fast diese komplette Packung ist von Meiji gesponsert. Meiji ist eine sehr große Süßigkeitenmarke, aber trotzdem sind da sehr, sehr viele Meiji-Produkte drin. Anscheinend orientieren sich sehr an westlichen Sachen. Ja. So ein Zahnfiller. Toffee! Oh. Da oben steht auch Karamell drauf auf der Packung. Und schmeckt auch nicht nach Karamell. Das schmeckt so ein bisschen wie. Wie heißt diese Süßigkeit? Das sind so weiße, platte Karamellstreifen. Ich find's lecker! Weiße, platte Karamellstreifen. Ich finde die ja lecker. Ja. Bah. Drei. Null. Was? Bah. Mami. Bah. Das ist die letzte Süßigkeit in der Box. Und es sind... glaube ich, die gleichen Glico-Dinger, die letztes Mal drin waren, nur in einer anderen Sorte. Pockys ohne Schokolade. Pockys ohne Schokolade. In salzig. Wer dachte sich nicht schon immer, Pockys ohne Schokolade sind das Beste, was es geben könnte? Nein, aber die... ich weiß nicht genau, wie diese Marke heißt. Was ist das, so eine Kartoffel mit Gesicht? Die sind halt immer irgendwie so ein bisschen wie so Chips. So als hätte man die Schokolade von Pockys abgekratzt und daraus Chips gemacht. Das ist Schokolade. Das schmeckt wie die Fische in den in diesen Snackboxen, die es gibt. Ja. Das ist sehr europäisch. Ich finde es lecker, aber auch sehr europäisch. Ich gebe den trotzdem 4 Punkte, weil die sehr lecker sind. 3 Punkte. Und damit sind wir leider durch. Danke, wenn ihr dieses Video euch komplett angeguckt habt und geguckt habt, wie wir Süßigkeiten essen.
ich weiß nicht genau, bis wohin meine Kamera aufgenommen hat, bevor sie gerade ausgegangen ist. Nichtsdestotrotz, danke, dass ihr jetzt bis hierhin euch das Ganze angeguckt habt. Ich weiß nicht genau, was die Gewinner, welche Süßigkeit der Gewinner von unserem Battle ist. Ich glaube, es sind die Chips. Chips. Ich glaube, es sind die Chips. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich werde es hinterher nochmal nachträglich einblenden. Mein Favorit waren echt hier diese Karamellkorn-Dinger. Ui, waren gut. Und diese fluffige Zuckerwatte in der Packung, die nach Cola geschmeckt hat. Ist das? Das ist jetzt in deinem Mund. Und die Chips. Die Chips waren auch ziemlich geil. Und zusammen kann ich das nicht empfehlen. Mehr gedacht, genau. Die Chips, ja. Danke fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal ein, wenn es ein Video gibt. Ich weiß noch nicht wozu, aber schaltet trotzdem ein. Guckt euch sonst meine anderen Videos an. Oder ihr könnt natürlich auch jederzeit meinen Blog besuchen. Dessen URL ist hier unten eingeblendet wird. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye. Ciao. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jo, ich finde die Chips gar nicht mal mehr so geil.